Daniel Weichel, ich kämpfe für Bellator MMA und ich bin heute hier und zeige euch ein paar Sachen aus dem MMA, die ihr auch in euer eigenes Training zu Hause easy mit einbauen könnt. So, als Teil 1, wir fangen den Stand an. Das ist im Prinzip auch ein Aufwärmprogramm, das wir als Profis auch benutzen. Und zwar, ihr geht in eure Auslage, bleibt locker auf dem Bein, versucht die ganze Zeit in Bewegung zu sein und ihr geht immer von 1 bis 4 hoch. Okay? Die Zahl steht immer für die Anzahl der Hände, die wir schlagen und wir schließen immer mit einer Beintechnik ab, mit einem Kick oder einem Knie. Okay, wir fangen ganz easy an. 1, hopp, Technik 2, hopp, Kick, Technik 3, hopp, hopp, Kick, 4, 3, 4, und dann geht es wieder los von vorne. Wieder 1, hopp, wir können eine freie Technik mit den Händen wählen. 2, und eine freie Technik mit den Beinen. 3, 4 und dann im Laufe der Zeit, je besser sich das einschleift, könnt ihr die Geschwindigkeit und die Intensität erhöhen. Ja? Ihr geht immer wieder von 1 bis 4 hoch. 1, 2, 3, 4 und so könnt ihr das dann intervallartig in euer eigenes Training zu Hause mit einbauen. Achtet immer darauf, dass ihr locker in Bewegung seid und achtet auch darauf, dass ihr immer auch die Techniken schön sauber macht. Wo ist